Gut, 14 Uhr. Beim vorigen Vortrag von Christopher haben wir das Ganze in der SAP-Welt, also SAP-GUI-Welt gesehen. Und jetzt wollen wir uns die gleiche Mächtigkeit von CDS, Views und Annotations mit der SAP Fiori-Oberfläche anschauen. Und es ist ja meistens so, dass Hello World-Beispiele ziemlich einfach sind, ziemlich schnell verstanden werden können. Und die Probleme und Fragen treten dann meistens erst in echten Projekten auf. Und ein paar Antworten wird uns dazu jetzt der Martin liefern mit seinem Vortrag CDS-Tipps und Tricks für die Fiori-Elements-Entwicklung. Martin, bitte. Ja, super, vielen Dank. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich hoffe, man kann mich sehen und hören. Mein Name ist Martin Koch, bin gleich wie der Tommy auch aus Österreich und beschäftige mich schon seit längerem mit dem Thema natürlich Fiori-Entwicklung und auch SAP UI 5-Entwicklung. Wir schreiben aktuell auch gemeinsam mit den Kollegen ein Buch zu diesem Thema, Fiori Elements. Und da ist es so, dass man eigentlich, wie es der Tommy vorher schon erwähnt hat, immer wieder über manche Dinge stolpert. Und ich möchte einfach hier versuchen, jetzt in den nächsten 30 Minuten so anhand eines Beispiels zu zeigen, was sind so typische Anforderungen, die man in Applikationen hat, mit Fiori Elements und wie kann man die dann auch lösen. Der Klassiker natürlich, ich setze auch hier wieder auf das SAP-Flugdatenbeispiel. Gibt es einen schönen Report, mit dem man das auch mit Daten befüllen kann. Und ich hoffe, dass man doch das ein oder andere Neue jetzt sieht, die nächste halbe Stunde. Und ich würde das jetzt wirklich interaktiv machen. Das heißt, ihr habt zwar auch einen Foliensatz vorbereitet, würde ich dann natürlich auch verteilen, beziehungsweise würde verteilt werden über die Seite. Und wir starten damit, dass ich mal zeige, Daten in einer Listendarstellung. Das Beispiel, das darunter liegt, das habe ich einfach auf Basis von CDS erstellt. Kann ich auch gerne auf ein Git, in ein Git Repository pushen, falls das jemanden interessieren sollte. Und da ist es grundsätzlich so, wir haben halt unsere ganzen unterschiedlichen Tabellen mit diesen Flugbuchungen, mit den Fluglinien und so weiter. Und darauf aufbauend haben wir jetzt CDS-Views erstellt. Und eine, die wir haben, auf der jetzt das ganze Modell basiert, das ist diese Consumption View, die einfach Daten aus diesem Flugdatenbeispiel hier bereitstellt. Da unten ist schon was, worauf ich später noch kommen werde. Und wir Martin, bauen jetzt Schritt für. du sharest Bitte? deinen Screen nicht. Okay. Ja. Gut. Jetzt sollte es klappen, oder? Genau, perfekt, jetzt sehen Ah, wir's. super, Danke. danke. Genau, wir arbeiten hier mit diesem Flugdatenbeispiel. Und ich gehe dann auf die einzelnen Aspekte des Ganzen auch noch ein. So eine typische Anforderung, die wir haben, ist Daten in der Liste darstellen, sprich klassischer List Report. Und ich zeige dann, wie man den wirklich innerhalb von wenigen Minuten mit den richtigen CDS-Annotations dann, sage ich mal, aufwerten kann und auch bestimmte Funktionen reinbringen kann. Genau, ich habe hier natürlich schon den Schummler vorbereitet. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, was halt der Klassiker ist so in der CDS-Entwicklung und auch die Empfehlung von SAP, dass man mit Annotations arbeitet. Entweder lokal in der Fiori-App, die werden dann die gewinnen gegenüber allen anderen. Oder die zweite Möglichkeit ist direkt in den CDS-Views, habe ich hier nicht gewählt den Ansatz, oder in den Metadata-Extensions. Und genau das habe ich hier gemacht. Das heißt, ich habe eine Metadatenerweiterung angelegt für diese View. Und da packen wir jetzt mal den ersten Teil hinein. Das heißt, da sage ich jetzt, okay, ich habe den Carrier, die Verbindung, das Datum, den Preis und noch ein paar weitere Informationen, die ich in einer Liste darstellen möchte. Das passiert über diese Line-Items. Das heißt, da kommt einfach diese Annotation drüber, UI-Line-Item. Und die Position sagt, wo das angeordnet wird innerhalb der Tabelle. Das Ganze sieht dann so aus. Wir sehen, das ist ein inaktives Objekt. Das aktiviere ich jetzt. Dauert meistens ganz kurz. No. Vielleicht auch mal etwas länger. Ich kann da aber schon weitergehen, parallel dazu. Habe ich das auf unserem System deployed? Das ist ein S4-System, aktueller Stand. Da habe ich eine Applikation erstellt, so wird das dann auch final aussehen, in der diese ganzen Daten dargestellt werden. Das hoffe ich, dass das Eclipse jetzt gleich wieder zurückkommt. Und grundsätzlich geht es darum, dass wir wirklich nur mal die Daten darstellen. Ich glaube, das ist gleich soweit. Ich glaube, der läuft jetzt ganz kurz in den Timeout mit dem Server dahinter. Service verfügbar ist jetzt der klassische Vorführeffekt.
Also nochmal zurück und nochmal ins Eclipse. Okay. Ich warte es einfach ganz kurz, aber es dürfte in den Timeout laufen dahinter. Das Eclipse aber sollten wir gleich wieder gelöst haben. Beziehungsweise schieße ich das mal ab und ich starte es dann nochmal neu. So geht es noch schneller. Wir sehen auch, das ist jetzt eine aktuelle Version vom Eclipse mit den ABAP Developer Tools. Das ist auch etwas, was halt jetzt natürlich vielleicht, wenn man aus der klassischen ABAP-Welt kommt, gewöhnungsbedürftig ist. Die ganzen neuen Features lassen sich aber nur noch so realisieren. Das heißt, egal, ob ich jetzt eine ABAP-Managed Database Procedure entwickle, eine CDS-View oder irgendetwas anderes, das geht all, oder auch mit dem Wrap arbeite, das klappt alles nur noch mit den ABAP-Development-Tools. So, jetzt sieht es gleich wieder besser aus. Wir haben unser Projekt hier auf der linken Seite, unsere Hierarchie geöffnet. Da habe ich jetzt meinen AC Flights, okay, und dazu die Metadata Extension. Auch ein neues, schönes Feature, das hier eingebaut wurde, dass hier nicht mehr immer alles sofort geladen wird, sondern dass man das dynamisch nachladen kann. Und das ist jetzt meine Annotation, meine Metadata Extension. Jetzt werde ich aber schon langsam nervös, ne, noch nicht. Und die aktivieren wir jetzt. Jetzt sind wir auch wieder am Server. Jetzt sehen wir, diese Annotation ist aktiv. Mache jetzt einen Refresh und das ist jetzt das Ergebnis, das daraus resultiert. Das heißt, wir haben jetzt hier einfach eine Tabelle mit diesen Spalten dargestellt und wir sehen, ich habe einen Preis angegeben, aber ich habe dahinter keine Währung dazu angegeben und die wird hier trotzdem angezeigt. Das ist jetzt grundsätzlich keine Zauberei, die hier passiert. Das ist einfach daher resultierend, dass ich in den darunterliegenden Views, die verwendet werden, in den darunterliegenden Views, die verwendet werden, da habe ich eine sogenannte Semantik eingebaut, beziehungsweise eine Semantics Annotation verwendet. Das sehen wir hier. Und da sage ich einfach, hier handelt es sich um einen Amount mit einem zugehörigen Currency Code, sprich mit einem Währungsschlüssel. Und beim Währungsschlüssel sage ich, das ist das Feld, das ist jetzt der Währungsschlüssel. Und darüber wird die Verbindung hergestellt. Über diesen Namen, der verweist hier auf den Alias. Und damit wird das im UI dann richtig dargestellt. Das ist mal das Erste. Zweiter Punkt, den wir uns jetzt ansehen, wie geht es jetzt weiter? Der Klassiker ist natürlich, ich hätte hier gerne einen Titel. Das heißt, in unserem Beispiel, dass hier zumindest mal eine Überschrift steht über dieser View, beziehungsweise über diesem List Report, klappt auch wieder ganz einfach. Das Einzige, was wir hier noch mit aufnehmen, verglichen mit dem, was wir vorher schon gesehen haben, ist hier eine weitere Annotation. Ich ersetze das hier, und zwar die UI Header Info mit einem Type Name und einem Type Name Plural. Das heißt einmal Singular, einmal Plural. Und das System erkennt dahinter über einen OData Request, der gesendet wird, mit einem Count, ob hier ein Ergebnis zurückkommt oder mehrere. Und abhängig davon wird dann entweder der Singular oder der Plural Text angezeigt. Das aktivieren wir jetzt wieder. Wir gehen hier wieder zurück. Soll schon laufen. Passt. Jetzt sehen wir hier schon die Flights. Auch ziemlich simpel, und auch solche Dinge hier, die bekommen wir geschenkt, dass wir exportieren können und auch, dass wir personalisieren können. Das ist eigentlich ein super cooles Feature und da bin ich wirklich in wenigen Minuten mit so einem Beispiel fertig. Jetzt machen wir weiter. Jetzt ist der Klassiker natürlich, wir möchten suchen in unserem Report. Das heißt, wir möchten hier gerne ein Suchfeld haben und möchten auf ein bestimmtes oder auf mehrere verschiedene Spalten suchen. Das klappt jetzt über die sogenannte Search Annotation. Da zeige ich jetzt gleich etwas wieder. Und zwar nehmen wir hier einfach mit eine Annotation, add search, searchable ist gleich true oder Doppelpunkt true. Damit sagen wir, dass diese View, die darunter liegt, durchsucht werden kann. Und zusätzlich müssen wir noch bei ein oder mehreren Feldern definieren, dass sie durchsuchbar sind. Und wir haben auch die Möglichkeit, dass wir zum Beispiel eine Fuzzy Search konfigurieren, sprich eine fehlertolerante Suche, wenn eine HANA-Datenbank darunter liegt. Auch das kann hier dann konfiguriert werden, mit dieser Fuzziness-Threshold und allem, was halt dazugehört. Jetzt sehen wir uns das an. Ich lege das hier nur auf die Carrier-ID fest. Ich aktiviere das Ganze natürlich wieder. Schließe mal die restlichen Fenster, Close Others, damit es nicht ganz so unübersichtlich ist. Einmal ein Refresh und plötzlich haben wir hier die Suche. Das muss ich hier noch aufklappen und ich kann hier zum Beispiel nach LH suchen, das wäre jetzt die Lufthansa. Das heißt, so einfach lässt sich das mit einer Suche hier abbilden in der Fiori Elements Applikation. Einfach über die Add Search Searchable Annotation.
Und dann müssen halt noch die einzelnen Felder mit dieser Annotation versehen werden, dass sie durchsuchbar sind. Das war es auch schon. Das ist so einfach, kann man hier eine Suche integrieren. Die Suche alleine hilft natürlich in den meisten Fällen nur bedingt. Vor allem, wenn man es auf alle Felder setzt, ist das halt meist sehr wertlos bei großen Datenmengen. Deswegen haben wir die Möglichkeit, dass wir in der Filterbar noch Filterkriterien aufnehmen. Und zwar sind die Filterkriterien jetzt hier definiert über eine Annotation at UI Selection Field. Und wieder mit einer Position. Jetzt haben wir hier die Position 10 für die Carrier-ID, 20 für die Connection-ID, 30 für das Flight-Date und die restlichen beiden haben wir hier ausgelassen. Das aktivieren wir wieder, sehen wir uns an. Das Schöne, was wir hier an der Stelle auch noch sehen, ist, dass die Texte, die angezeigt werden im UI, die werden aus den Metadaten abgeleitet. Aus dem Data Dictionary abgeleitet und entsprechend in die Metadaten gesetzt. Vom OData Service. Das heißt, auch hier kann ich einfach einerseits auf die SAB natürlich gepflegten Werte zugreifen, aber ich könnte das auch übersteuern oder halt natürlich in meinen eigenen Objekten das entsprechend setzen. Wieder zurück, nochmal ein Refresh und jetzt haben wir hier plötzlich diese drei Suchfelder. Die Airline, die Connection Number und das Flight Date. Und hier zum Beispiel, wenn ich in die Connection Number gehe, da sehen wir, ja, das ist halt schön, das ist eine Suchhilfe, aber die hilft mir auch nur wieder bedingt weiter. Und da sehen wir uns jetzt gleich an, wie man das verlinken kann mit einer Tabelle, die dahinter steht, dass wir hier auch eine vernünftige Value Help anbieten können. Ich habe hier schon etwas vorgegriffen. Es gibt die Möglichkeit auch, dass wir hier eine List, ein Select-Objekt, ein Select-Item verwenden. Das kommt dann auch gleich noch. Aber wir möchten hier jetzt wirklich eine Value Help noch hinterlegen. Ich könnte aber jetzt genauso gut hier suchen auf die 400 zum Beispiel mit einem Contains und würde halt alle Flüge mit der Verbindung 400 hier zurückgeliefert bekommen. Datum genauso. Datum sehen wir später noch. Gibt es auch eine super elegante Möglichkeit, dass man hier schön suchen kann. Das ist halt der Standard. Passt. Die Connection Number schmeiße ich wieder raus. Wir haben an der Stelle keine einzige Zeile ABAP programmiert dahinter. Das heißt, das ist wirklich alles über die Annotations gesteuert. Sofern man jetzt CDS nicht, sage ich mal, als ABAP-Programmierung in dem Sinn bezeichnet, natürlich. Aber das kommt alles über die Annotations. Jetzt geht's weiter. Jetzt legen wir hinter die Airline eine Suchhilfe, dass wir da eine Value Help dahinter liegen haben. So. Genau. Und zwar ist das Ziel, dass das Ganze dann so aussieht, dass wir hinter der Airline dann eine Value Help stehen haben. Dazu müssen wir jetzt etwas weiter ausholen. Die View, die hier darunter liegt, die verweist in unserem Fall hier auf den Carrier über eine Association. Das heißt, eine Association ist nichts anderes als ein Left-Outer-Join, der hier quasi modern abgebildet wird, der aber bestimmte Vorteile bietet gegenüber einem klassischen Left-Outer-Join, was jetzt vor allem die Konsumation betrifft. Jetzt gehen wir da weiter. Wir sehen uns die Tabelle an, die darunter liegt, beziehungsweise die View natürlich, die darunter liegt. Und die habe ich hier noch inaktiv. Das ist nämlich dann gleich etwas, dass wir ein List-Item dahinter haben, dass wir dieses Select, sab.m.select-Objekt dahinter haben. Das heißt, einfach mit dieser Value-Help, die ich jetzt hinterlegt habe hier, und zwar mit dem, was wir hier sehen, mit diesem Add-Consumption-Value-Help, und das ist einfach der Verweis auf eine Association. Auf den Alias einer Association. Und jetzt sehen wir hier, in der Airline habe ich jetzt plötzlich alle Felder hier direkt in der Suche verfügbar. Sind natürlich auch noch die, das weiß das System nicht, auch noch die eingeblendet, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Aber so können wir jetzt auch die Airlines durchsuchen. Wirklich einfach nur mit dieser einen Annotation hier, Add Consumption Value Help. Und dahinter wird dann ausgewertet, was hier in der entsprechenden Value Help darunter liegt. Habe ich natürlich auch etwas gemacht. Das heißt, hinter dem Carrier habe ich natürlich auch ein paar Annotations versteckt, die hier dafür sorgen, dass das dann entsprechend angezeigt wird. Wenn man das Ganze jetzt als Select anzeigen, also als Dropdown anzeigen möchte, bei kleinen Datenmengen, definitiv ein Thema, dann nehmen wir diese Object Model Annotation, und zwar in die View, die hier die Daten liefert für die Value Help. Wir speichern. Wir aktivieren das Ganze
gehen zurück in die den Browser. Und jetzt sehen wir, haben wir hier einen Dropdown stattdessen. Weil in dem Fall habe ich jetzt nur die Airline-Codes angezeigt und nicht den Namen dazu. Aber auch das wird sich realisieren lassen. Und das Schöne, was wir hier auch sehen, keiner der Texte ist hier manuell gepflegt worden. Alle Texte, die wir hier sehen, die kommen aus dem Backend, mit Ausnahme natürlich von den Flights. Die habe ich in der Annotation entsprechend gepflegt, hier in der Metadata Extension. Die können natürlich übersetzt werden mit SAP-Standardmitteln. Das heißt, auch das ist hier an der Stelle problemlos möglich, dass man das mit SAP-Standardmitteln in verschiedenste Sprachen übersetzt. So, jetzt ist natürlich spannend, wo kommt das eigentlich her? Wo kommen diese ganzen Informationen her? Und da gibt es die Möglichkeit, dass wir uns im Eclipse etwas anzeigen lassen können. Und zwar die Active Annotations. Das ist eine View, die hier geöffnet wird. Ich mache das etwas größer. Okay, in dem Fall nicht. Falsches Objekt. Ich gehe nochmal zurück. Ich gehe in die darüber geordnete. Das war jetzt der Klassiker. Und sage hier in den AC Flights, rechte Maustaste, Open with, Active Annotations. Und jetzt sehen wir, wo diese Daten ihren Ursprung haben. Das heißt, wo die ganzen Texte ihren Ursprung haben. Zum Beispiel, ich gehe mal etwas weiter nach unten, das kann man wahrscheinlich ganz schlecht lesen. Die Currency, die wir hier haben, die kommt aus der CDS-View. Das Flight Date, das kommt aus der S-Flight-Table, aus dem darunterliegenden Datenelement. Das heißt, auch wenn es hier ein Problem gibt, sieht man im Eclipse sofort auf Basis der CDS-View, wo die einzelnen Texte abgeleitet werden und ob die vielleicht zwischendurch übersteuert werden. Passt. Wir liegen gut im Zeitplan, sehr gut. Jetzt sehen wir uns als nächstes an, wie können wir jetzt das Datum noch etwas aufbessern, dass wir das Datum noch etwas eleganter selektieren können, und zwar mit einer Date Range. Das ist das Einzige, was wir benötigen, dass wir hier wieder eine Annotation mit reinpacken. Und zwar kommt jetzt hier beim Flight Date noch diese Annotation rein, Consumption Filter, Selection Type Interval. Ich habe ja vorher schon, bevor ich aktiviert habe, hier diese Flugdatumsuche gezeigt. Das ist schön, aber ja, ist halt nicht besonders, sage ich mal, super zu bedienen, vor allem mit verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten. Wenn man jetzt diese Annotation reingepackt hat, wir aktivieren das Ganze, führen hier nochmal einen Refresh durch, dann ändert sich hier einerseits die Anzeige nicht wirklich, aber hier kommt ein Popover. Und hier kann ich standardmäßig eine Date Range definieren, aber da gibt es noch viele andere, sage ich mal, wesentlich coolere Sachen, wie zum Beispiel, ich kann sagen, last x days, next x days, this week, last week und so weiter, this month, last month, das heißt, hier gehe ich rein mit last month, okay, und bekomme alle Flüge aus dem letzten Monat geliefert, hier schon vorselektiert für die Lufthansa. Das bekomme ich einfach mit, wie gesagt, wieder diese Annotation, dass ich hier mitgebe die Information, was liegt für einen Selektionstyp dahinter. Jeder, der schon selbst, sage ich mal, native SAP-UI5-Apps entwickelt hat, sprich Apps wirklich mit JavaScript dann, gebaut hat, der weiß das zu schätzen, wie, oder der kann einschätzen auch, wie anspruchsvoll das ist, wenn man genau diese Anforderung selbst umsetzen müsste. Also ist eine ziemliche Challenge. Das bekomme ich einfach durch diese Annotation geschenkt. Was passiert dahinter? Natürlich wird das, wenn man sich das auch im Source Code dahinter oder im Network dahinter ansieht, sieht man jetzt wahrscheinlich auch wieder sehr schlecht, das wird natürlich auf einen Request umgesetzt mit den entsprechenden Parametern. Das heißt, die CDS-Views selbst, die zaubern jetzt auch an der Stelle nicht, oder halt die Fiori Elements Apps, die setzen das einfach um in die richtigen Queries, die dann eben dahinter wieder die passenden Daten liefern. Das heißt, auch das wirklich einfach zu realisieren. Jetzt geht's weiter. Jetzt sagen wir, okay, wir würden jetzt gerne hier in der ersten Spalte, ich schmeiße hier meine Filter wieder raus, wir würden gerne hier einen Status anzeigen für unsere Flugbuchungen, abhängig davon, wie viele Plätze noch frei sind. Sogenannte Line Item Criticality, die wir hier mitnehmen. Und dazu reicht wieder eine einzige Annotation, die wir hier mitnehmen müssen. Und zwar stellen wir hier über die View die Annotation at UI Line Item Criticality.
Die verweist jetzt auf ein Feld, auf ein Attribut. In unserem Fall Seeds Critical. Dieses Seeds Critical, das habe ich jetzt selbst definiert. Das ist genau diese Anweisung, dieses Case Statement in der CDS View. Da sage ich, wenn weniger als 5% freies Plätze vorhanden sind, dann ist es eine 1, weniger als 20 eine 2, größer als 30 ist es eine 3. Okay, da habe ich hier noch einen Fehler, das sollte ich eigentlich größer gleich 20 machen. Wäre sinnvoller und dann kann ich mir den natürlich auch ersparen. Den Else darunter. Und das sind die Farben. 1 ist rot, 2 ist eben dieses Orange und 3 wäre jetzt grün. In der View wieder zurück, in der Annotation, also wirklich nur der Verweis auf das entsprechende Attribut, das mir hier die Farbe liefert. Wie sieht das jetzt im Report aus? Wir aktualisieren und jetzt nichts passiert. Ja, die Criticality habe ich aktiviert. Seeds Critical, sollte passen. Gehen wir nochmal rein. Genau. Und jetzt sehen wir hier vorne die Farben. Die werden jetzt natürlich im Standard ausgeliefert. Da könnte ich jetzt mit einem CSS eingreifen und könnte das übersteuern. So, jetzt werden wir noch zum Beispiel hier die Airline, da liegt ja auch eine URL dahinter, da bauen wir jetzt einen Link ein, dass wenn wir draufklicken, wir direkt in die entsprechende Airline auf die Webseite abspringen. Was machen wir dazu? In der Airline, in dem Feld, wo wir jetzt den Link hinzufügen möchten, da bessern wir jetzt wieder die Annotation aus. Das heißt, hier haben wir jetzt den Carrier und da erweitern wir jetzt die Line-Item-Annotation mit dem Typ with URL und wir verweisen auf die URL dahinter. Normalerweise würde jetzt die URL die unsere Seite ersetzen, die wir geöffnet haben, sprich unsere Fiori Elements-Applikation oder halt das Launchpad. Und was ich an der Stelle gemacht habe, ist, ich habe hier noch etwas gemacht mit der URL, die dahinter liegt. Und zwar habe ich hier mit einem Concat ein JavaScript Window Open eingefügt und mache das in einem Underscore-Blank-Target auf, sprich in einem neuen Fenster. Ich gehe wieder zurück. Refresh. Jetzt wird das hier einerseits klickbar. Und man beachte hier, wenn ich draufklicke, geht sofort eine neue Registerkarte hier auf, wo ich halt dann zur Airline dahinter abspringe. Also das ist jetzt so ein kleiner Trick, den man hier benötigt. Da macht man sich zunutze, dass man hier direkt ein JavaScript ausführen kann im Link und macht das dann in einer neuen Seite. Also auch das hier problemlos, sage ich mal, realisierbar. So, jetzt geht's weiter. Jetzt nehmen wir hier noch etwas mit und zwar würden wir hier gerne die Anzahl der belegten Sitze, die wir haben, die würden wir noch gerne anders darstellen. Und zwar würden wir das gerne mit einem Progress Indicator machen. Jetzt war es ja so, es steht einfach nur eine Zahl hier. Und wir würden das gerne visuell darstellen. Und da sagen wir jetzt, okay, unser Zielwert ist der Seeds Max, der kommt aus der Spalte. Unsere Criticality kommt aus der Seeds Critical. Und der tatsächliche Wert wird aus der Seeds Occ abgeleitet, also Seeds Occupied. Und das war es auch schon. Wieder zurück. Einmal das Ganze hier aktiviert. Dann gehen wir hier wieder zurück, führen das Ganze aus und jetzt haben wir hier einen Progress Indicator. Grafisch dargestellt. Das heißt auch das wirklich mit 3 Zeilen hier erledigt. Wenn man keinen Zeilenumbruch macht, natürlich mit einer Zeile. Aber der Lesbarkeit halber natürlich das hier etwas eleganter gemacht. So, jetzt gehen wir weiter. Wenn man jetzt hier auf eines dieser Elemente klickt, auf etwa Zeilen klickt, dann gehen wir hier weiter in die Object-Page dahinter, die ist aber leer. Da passiert noch nichts. Und da haben wir die Möglichkeit, dass wir sowohl im Header als auch im Body darunter Daten einfügen können. Wir starten mal mit dem Header. Ich kopiere das mal rein, dann zeige ich das, was hier passiert. Das heißt, was wir jetzt machen ist, im Header, hier in der View, definieren wir jetzt unabhängig vom Attribut, definieren wir sogenannte Facetten. Und da gibt es unterschiedliche Typen. Und eine davon ist die Field Group Reference. Sprich, alles, was dann hier mit UI Field Group verwendet wird und auf diesen Namen hier verweist, in dem Fall auf das Flight, hier mit dem Qualifier, alles, was das darauf verweist, wird dann in der entsprechenden Gruppe dargestellt. Wir speichern, wir aktivieren, gehen zurück.
Refresh. Und jetzt haben wir hier die Header Flight Info und die Header Price Info. Das heißt, die Flight Info und die Price Info. Und hier sind eben über die Field Groups die entsprechenden Felder verlinkt. Flight, Flight, Flight hier. Und hier mit dem Price. Der wird halt dann in diesem Header Price Info Feld dargestellt. Jetzt möchten wir natürlich auch gerne Daten im Body anzeigen darunter. Das sind jetzt die sogenannten Collections, die hier zum Zug kommen. Da wird es jetzt etwas spannender. Da werden eigentlich nur diese Facetten hier erweitert. Das sind die zwei Header-Facetten, die wir vorher schon hatten. Und wir nehmen jetzt noch eine auf, die nennen wir hier General Info. Beziehungsweise kann ich hier zum Beispiel sagen ABAP Conf Info. Und darunter hängt dann wiederum die Flight eine Collection, eine sogenannte Flight, die Flight Collection hier und die Price Information Collection. Und darunter abgeleitet aus dem Target Qualifier. Das heißt, da haben wir wieder einen Target Qualifier darunter liegen. Immer wenn Flight verwendet wird, dann wird hier auf den Flight verwiesen. Ansonsten wird hier auf den Price verwiesen wieder. Das machen wir. Wobei, da habe ich jetzt den falschen erwischt. Hier natürlich mit der Call Action. Das aktivieren wir jetzt wieder. Wir gehen zurück. Checken das noch einmal. Und jetzt sollten hier hoffentlich auch Daten im Body angezeigt werden. Das heißt, einmal haben wir hier das Übergeordnete und dann haben wir darunter Flight und Price Info. Das ist einmal diese Header Collection, die ich hier angelegt habe, und drunter habe ich eine, die verweist auf diese hier. Das ist einfach eine zusätzliche Strukturierungsebene. Nächste, hier kommt auch gleich wieder der Link mit, dass das verlinkt ist. Nächste Anforderung, ich würde mir jetzt gerne zu diesem Flug die Buchungen anzeigen lassen. Wieder sehr einfach umzusetzen. Das Einzige, was wir dazu benötigen, ist wieder eine neue Facette, die wir hier mitnehmen. Und zwar haben wir jetzt hier noch aufgenommen eine Facette ganz am Ende. Die Line-Item-Reference. Damit sagen wir dem Fiori Elements Framework, das soll jetzt als Liste mit Line-Items dargestellt werden. Und das geht hier in unserem Fall auf die Bookings Association, auf die Booking Association. Da springe ich jetzt mal rein. Das ist die hier, die Booking, die ist hier definiert. Hier liegt die Booking dahinter. Das ist unsere CDS-View. Das sieht man aber, da ist jetzt nichts definiert, welche Felder dargestellt werden sollen. Das habe ich wieder mit einer eigenen Metadata-Extension gemacht. Das heißt, hier wieder mit Line-Items, Carrier-ID, Connection-ID, Flight-Date und Custom-ID. Wir gehen zurück, führen das hier aus. Jetzt haben wir hier auch die Bookings. Das heißt, hier haben wir jetzt auch die ganzen Flugbuchungen zu diesem einen Flug. Und jetzt noch abschließend wird wirklich eine Punktlandung. Jetzt möchten wir uns noch visuell darstellen lassen, wie sieht so meine Buchungen aus. Das heißt, in Form eines Charts, das wir hier darstellen werden, funktioniert wieder auf eine ähnliche Art und Weise. Wir gehen hier wieder in unsere Metadata Extensions. Und was wir hier noch machen, ist, wir fügen hier jetzt ein, einerseits eine Chart Reference, die haben wir hier. Das ist wieder Purpose Standard, heißt, das wird im Body angezeigt. Chart Reference sagt dem System, das soll als Smart Chart dargestellt werden. Und hier sagen wir wieder, woraus wird das abgeleitet? Ich aktiviere das in der Zwischenzeit. Das heißt, hier gehen wir auf die Charts. Da gibt es eine Charts Association, die ist hier definiert. Da liegt diese View dahinter. Und da ist jetzt noch wichtig, da gibt es jetzt noch eine Annotation, die drüber steht. Nämlich hier muss noch mitgegeben werden. Bei dieser View handelt es sich dann um eine Chart, die dargestellt wird. In unserem Fall mit Max Capacity, Economy, Business und First Occupied Seats, sprich die belegten Sitze. Und da habe ich auch gleich wieder so ein Feature verwendet, ab 47, SP04 verfügbar, SP05, dass man hier direkt Expressions verwenden kann. Sprich, dass ich auch arithmetische Operationen direkt in der Datenbank durchführen kann. Wieder zurück. Und hier haben wir jetzt unsere Chart-Facette, gleich mit der visuellen Darstellung. Einmal Occupied First, Occupied Business, Occupied Economy und die gesamten Sitze verfügbar. Könnte man jetzt natürlich noch anders darstellen, aber das war jetzt quasi in der Kürze die unterschiedlichen Annotations erklärt. Und auch so, dass man die als Referenz hat, dass man selbst auch schnell dann zukünftig etwas umsetzen kann. Ja,
Das war eigentlich das, was ich zeigen wollte. Noch ganz kurz, die Präsentation stelle ich dann natürlich zur Verfügung. An diesem Buch schreiben wir aktuell, Fiori Elements, das wird Ende Februar veröffentlicht und da sind auch viele der Dinge, die ich hier gezeigt habe, natürlich abgebildet oder werden dort dargestellt. Ich stoppe mal das Sharing. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet. Es war perfekt einwandfrei. Das hat quasi alles, war alles dabei, was man braucht, um perfekte, coole Fiori Elements-Anwendungen zu generieren. Das Nette war, jetzt kann man quasi mit CDS, Annotations, sowohl die Fiori Elements-Anwendung machen, als auch, wenn dann von Christopher das Open Source ist, auch im Backend benutzen. Ich habe eine kurze Anmerkung zu deinem Vortrag, weil du gesagt hast, CDS-Fluch, ob das ABAP-Programmierung ist. Ich würde sagen, ja, es ist ABAP-Programmierung, aber halt nicht in ABAP, sondern in, ja, mit DCL. Also ja, ja, fällt unter ABAP-Programmierung. Ja. Martin, vielen herzlichen Dank. Es war echt sehr informativ. Ich hoff, dass man dann in den Folien die ganzen Details nochmal rauslesen kann. Ja, weil in der Stelle war das perfekt, weil es war in dieser Schnelle jetzt einfach nicht möglich, da mitzuschauen und sich alles zu merken und rauszuschreiben. Ja, ja, super. Passt. Vielen herzlichen Dank. Danke sehr. Wir haben jetzt 4 Minuten Pause und dann geht es weiter mit dem UWF, mit dem Uwe Fetzer SE38. Dann bis in 4 Minuten. Vielen Dank. Ciao. Ciao.